weiß, ich bin euch noch den Lesemonat September und August schuldig, beziehungsweise August und September. Das ist mir durchaus bewusst. Und ja, ich erfülle meine Schulden. Und tada, wenn euch interessiert, welche 8 Bücher ich heute für euch in petto habe, dann bleibt unbedingt dran. Dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute gibt's endlich den Lesemonat für August und September für euch. Ja, ich weiß, das mit den Buchcontent, das wurde in den letzten Monaten so ein bisschen schmählich vernachlässigt. Das liegt zum einen an neuen Hobbys und zum anderen einfach, die Kinder werden größer, machen mehr Action zu Hause. Und bei Action kann ich zwar stricken, aber nicht lesen. Ist einfach so. Ja, nichtsdestotrotz habe ich 8 Bücher gelesen im Monat August und September. Ich trenne das jetzt nicht, einfach aus dem Grund, das hat sich vermischt. Ich habe Bücher mit in die neuen Monate reingenommen und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, war jetzt der Cut September und die stelle ich euch vor. Es wird diesen Monat kein Neuzugänge-Video geben für den Monat September. Das liegt auch daran, es sind nur 2 Bücher neu eingegangen. Das waren Rezensionsexemplare und das waren auch E-Books und die habe ich schon gelesen. Und deswegen sonst ist kein neues Buch eingezogen. Wenn ihr das Video aber seht und ich es schaffe, es pünktlich hochzuladen, dann bin ich gerade in Frankfurt auf der Buchmesse. Und wie ihr wisst, ich werde viele Erfahrungen mitnehmen. Ich werde eine riesen Wunschliste mitnehmen und vermutlich auch neue Bücher. Von daher könnt ihr euch jetzt schon mal auf ein Neuzugänge-Video für Oktober freuen. Und ich freue mich auch schon auf Buch-Content in themenbezogen zu Frankfurt eben euch zeigen zu können. Freue ich mich richtig drauf. Genau. Ja, das erste Buch, das ist so ganz komisch, weil ich habe euch das, kann euch das jetzt hier nur einblenden. Ganz kurz noch vorneweg. Ja, wenn euch das Video gefällt, ganz obligatorisch, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Und ich würde mich über ein Abo freuen. Das ist gratis für euch und hilft mir natürlich zu wachsen und die Reichweite zu erhöhen, sodass unsere Buch- und Handarbeitsbubble einfach noch ein bisschen größer wird. Und ja, kleiner Aufwand, große Wirkung. Und jetzt starten wir mit den ersten 2 Büchern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die sind so ein bisschen der Grund, warum ich dieses Büchervideo so ein bisschen auch rausgezogen habe, weil ich, ja, prokrastiniert habe. So, ja, und zwar habe ich die Wellenreihe gelesen von Isabel Herzog. Das ist eine Dilogie. Die beiden Bücher wurden mir auch gratis zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich habe sie sehr gerne gelesen. War allerdings mit dieser Bloggergruppe so ein bisschen überfordert. Das war eine Riesengruppe auf WhatsApp. Es war eine ganz neue Erfahrung. Aber ich bin gar nicht dahinterher gekommen, da irgendwas zu lesen, weil da waren ganz viele Menschen drin. Und auch ganz viele TikTokerinnen, Instagramerinnen. Also Wahnsinn, wie engagiert so viele von euch auch auf TikTok mit diesen ganzen Ästhetik-Videos umgehen können. Das ist nicht meine Welt. Und jetzt, ich habe mich richtig alt gefühlt tatsächlich. Genau. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Also vielen, vielen lieben Dank an der Stelle, dass ich das kostenlos lesen durfte. Es ist ein Dark Romance Buch und ein Deep Dark Romance Buch. Ich sag euch erstmal, worum es in der Geschichte geht und dann meine Meinung dazu. Es geht um Helena. Und Helena, die ist sehr wohlhabend, sie ist Mutter und sie hat einen Ehemann, den sie über alles liebt. Und die drei sind eine sehr, sehr glückliche Familie. Der Mann, der ist sehr reich, weil er ein Imperium geschaffen hat im Bereich Waffenhandel. Und ja, eines Tages, so steigen wir auch in die Geschichte ein, wird er einfach vor ihren Augen erschossen und überlebt das Ganze nicht. Für sie bricht eine Welt zusammen. Und ja, während sie noch in der Trauer ist und auch ihren Sohn irgendwie schützen will vor diesem ganzen Zustand, vor diesem, ja, es ist einfach echt viel los in ihrem Leben, muss sie sich auch um den Nachlass ihres Mannes kümmern. Also sie bzw. ihr Sohn, die erben den Hauptteil und
das verärgert einige Menschen sehr in ihrem privaten Umfeld. Und ja, jetzt gilt es halt, viele Dinge zu regeln. A, muss sie sich selber schützen und sie hat auch so die ein oder andere psychische Störung, Vergangenheit, Essstörung vor allem auch. Und sie muss ihren Sohn natürlich auch schützen und muss als alleinerziehende Mutter jetzt dann irgendwie auch klarkommen. Sie muss herausfinden, wer ist der Mörder ihres Mannes. Und dabei stellt sie eben auch fest, dass ihr Mann eine Vergangenheit hatte, von der sie überhaupt nichts geahnt hat. Und sie weiß von ihren nächsten Umfeld, von den treuen Freunden und Partnern ihres Mannes, Geschäftspartnern ihres Mannes, nicht mehr, wer Freund und wer Feind ist, kann das nicht mehr unterscheiden und muss diese ganzen Intrigen so auseinanderziehen. So, ja, es ist Dark Romance, das heißt, es gibt sehr, sehr viele spicy Szenen. Das, muss ich sagen, war mir tatsächlich zu viel. Also ich lese ja viel Dark Romance und ich habe auch die ganzen Festas im Dark Romance Bereich gelesen und ich habe auch ganz viele Lux Bücher gelesen, Romance Bücher und ja, die spicy Szenen, die lese ich meistens quer, bin ich ganz ehrlich, weil es ist schon immer recht ähnlich, wie das funktioniert und ich muss aber sagen, da war mir der Anteil zu hoch. Wir hatten jetzt nur die E-Books, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie dick die Bücher sind. Wir haben das aber sehr schnell gelesen. Kleiner Disclaimer am Rande, ich habe das mit meiner besten Freundin in einer Leserunde gelesen. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Yvonne, wenn du das siehst, viele liebe Grüße an dich. Und sie hat es jetzt nicht so gestört, aber ich habe hier eine Fliege, die mich ärgert seit Tagen. Aber ich fand das tatsächlich zu viel vom Anteil her, Story-Anteil und Spicy-Szenen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das an der einen oder anderen Stelle auch mal so eine Art Lückenfüller ist. Also so, wir wissen nicht, wie wir uns verhalten, komm, lassen wir es uns gut gehen an unpassenden Stellen irgendwie. So, das dazu. Allerdings muss ich sagen, man ist sofort in der Geschichte drin, also wirklich sofort. Die Isabelle Herzog, die hat einen Schreibstil, der zieht einen in einen Sog. Man will wissen, wie das weitergeht. Das Buch war so spannend, wir haben so viel mitgerätselt und wir haben wirklich überhaupt nicht ahnen können, in welche Richtung die Reise geht, diese Lesereise. Und es gab sehr, sehr viele Plottwists und wir haben immer weiter vermutet und haben überlegt, nee, das ist zu offensichtlich. Nein, das ist zu haarsträubend. Also es war wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann über den Inhalt jetzt nicht mehr so viel erzählen, weil ihr sollt das dann schon auch selber lesen. Ich mag nicht so ungern wie Spoiler. Und ja, da kommen wir dann auch zum nächsten kritischen Punkt, den ich habe, Thema Spoiler. Ich mag das überhaupt nicht. Vielleicht bin ich da auch sehr empfindlich und vielleicht bin ich da auch nicht mehr so in meiner Zeit. Es ist ja heutzutage schon so, dass es zu allen Büchern oder zu den meisten Büchern im Romance-Bereich immer diese Charakterkarten gibt. Ich weiß, dass viele von euch das lieben und ich weiß, auch meine Freundin mag die total gerne. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich vermisse die Zeit, als es keine Charakterkarten gab einfach, weil ich lese, um in eine Welt abzutauchen und mir meine Welt selber so vorzustellen, wie es mir gefällt. Das ist auch der Grund, warum mir zum Beispiel Outlander auch zuerst nicht gefallen hat als Serie, weil in meinem Kopf der Jamie eben ganz anders aussah. Und das ist auch gut so. Ich liebe meine Fantasie. Ich liebe die Welt, die ich mir schaffe. Und ich finde, wenn einem diese Charakterkarten, mal davon abgesehen, ob einem der Stil gefällt oder nicht, wenn einem die Charakterkarten in die Bücher gelegt werden oder zu den Büchern gelegt werden, also wir haben da Material dazu bekommen und ich gehe auch davon aus, dass die dann auch bei den Printausgaben dabei sind, also digitales Material. Ich finde, da wird einem irgendwie diese Möglichkeit genommen, sich selber etwas vorzustellen und das stört mich sehr massiv und ich hätte mir den dann vielleicht anders vorgestellt und ich habe so das Gefühl, als möchten die Autoren dem Leser unbedingt die eigene Vorstellung von ihrem eigenen Charakter unbedingt sagen, so habe ich mir das vorgestellt, so habe ich es geschrieben und so hat sich das der Leser auch vorzustellen. Finde ich blöd. ich weiß, dass man da geteilter Meinung sein kann. Ich finde es blöd. Das Weitere ist, ich verstehe, dass man in Romance-Büchern Triggerpunkte, also diese ganzen Triggerwarnungen, hinschreiben muss. Bei Thrillern bin ich da anderer Meinung, weil ich gehe davon aus, dass wenn einer einen blutrünstigen
Thriller schreibt, dann kennt man seine Triggerpunkte und greift dann eben nicht zu entsprechenden Thrillern. Also das ist so meine Meinung, weil das ist ja... Genau. Aber bei Romance verstehe ich das. Was ich allerdings nicht verstehe, ist dieser neue Trend, dass man diese ganzen Triggerpunkte gleich auf die erste Seite schreibt, weil ich persönlich will die nicht wissen. Ich will mich nicht spoilern lassen. Ich will mich in die Geschichte reinfallen lassen. Stehen die Triggerpunkte dort, dann weiß ich schon vorher, was auf mich zukommt. Und das nimmt mir so ein Stück weit Spannung. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Lux macht das anders. In den Hörbüchern sagen sie, es gibt Triggerpunkte. Die findet ihr am Ende. Und auch in den Büchern wird vorne eine Triggerwarnung gesetzt. Finde ich okay. Und wer will, kann sie sich auf der letzten Seite eben anschauen. Finde ich auch okay. Und es wird jetzt mit neuerdings auch geworben, den Trend habe ich auch schon mitgekriegt, dass diese ganzen, heißt das Tropes oder Triggerpunkte oder keine Ahnung, dass diese ganzen Triggerpunkte aufgezählt werden und die werden dann in TikToks, in Reels oder sonst wo überall verbreitet und je mehr solche Punkte in dem Buch drin verarbeitet werden und vorkommen, desto cooler oder desto interessanter das Buch. Also ich persönlich, das ist nur meine Meinung, fand es irgendwie immer cool, als ich zu meinem guten alten Fester Verlag gegriffen habe und wusste, da kann mich alles erwarten. Und ich habe einfach angefangen zu lesen und ich war geschockt und ich mochte das. Ich war fasziniert und mochte das. Und ja, da gab es sowas nicht. Und in den meisten Thrillern gibt es das auch nicht. Und das vermisse ich einfach. So, das sind so meine Kritikpunkte im Allgemeinen, aber nicht nur jetzt an den beiden Büchern, weil da war das halt auch der Fall, sondern allgemein in diesem ganzen Trend der Romance, der Dark Romance, der Deep Dark Romance, keine Ahnung, was man dazu alles sagt, mich stört's. Ja, sorry. aber ich finde es trotzdem toll, wenn man so Menschen dazu bringt, natürlich zu Büchern zu greifen. Es ist natürlich schön, wenn man, ja, wenn sich andere daran erfreuen. So, der erste Band war hervorragend, hat von mir 4,5 Sterne gekriegt. Ich habe, glaube ich, dann 4 Sterne gegeben, weil ich auch immer noch Oldschool Goodreads benutze. Und da kann man keine halben Sterne vergeben. Der zweite Band, und das ist auch der Grund, warum ich mich gezögert habe vor dieser Rezension oder vor dieser Besprechung, ist einfach, den zweiten Band fand ich sehr schlecht. Er hat mir einfach nicht gefallen. Wir knüpfen nahtlos an den ersten Band ein. Also ich blende euch alles ein und ich verlinke euch auch alle Bücher in der Videobeschreibung. So, ja, fand ich einfach, also mir hat es gefallen, dass es nahtlos in die Geschichte übergeht. Fand ich super. Der Schreibstil war auch der gleiche, richtig super. Man kann das weglesen ohne Ende. Und das war auch der Grund, warum ich es nicht abgebrochen habe. Normalerweise breche ich 2 Sterne Bücher ab, weil sie mich meistens langweilen. Das war hier nicht der Fall. Was mich wirklich gestört hat, war das Ende. Ich sag's euch natürlich nicht, aber damit bin ich überhaupt 0,0 gar nicht einverstanden. Gab es viele Verhaltensmuster, die ich nicht mochte, beziehungsweise die, also nicht nur, weil es der Geschmack ist, sondern es waren einfach Dinge unlogisch. Das Buch hat Thriller-Elemente. Ich habe 37.000 Thriller gelesen und da waren einfach Punkte unrealistisch. Es waren Verhaltensmuster unrealistisch. Es war das Verhalten einer Mutter unrealistisch. einige Fragen wurden nicht geklärt, einige Sachen wurden einfach unter den Tisch fallen gelassen, die waren dann halt so. Also es war, der zweite Band war für mich nicht ausgereift, was ich total schade finde. Und das ist etwas, was wir auch besprochen haben, aber ich weiß nicht, also manchmal ist es doch so, oder oft ist es doch so, es kommt der erste Band raus und dann fiebert die halbe Welt auf den zweiten Band hin und dann ist ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr Pause dazwischen, was natürlich blöd ist. Und ja, in der Zeit wird halt das neue Buch geschrieben und ganz in Ruhe ausgearbeitet. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass der zweite Band einfach zu schnell rausgehauen wurde. Und ich hoffe, die Autorin steinigt mich jetzt nicht. Ich bin sehr dankbar, dass ich das Buch gelesen habe, aber mir hat der zweite Band einfach aus so vielen Gründen nicht gefallen. Ja, ich mache aber gleich weiter mit noch einer Leserunde mit meiner besten Freundin. Wir haben sehr viele Bücher gelesen, tatsächlich in den letzten 2 Monaten. Und zwar, den haben wir uns auch gemeinsam gekauft, und zwar Pupetta. Und so sind wir überhaupt auf die Autorin aufmerksam geworden, weil wir waren in Thalia
und haben dieses Buch gesehen. Und jetzt schaut euch mal dieses wunderschöne Cover an. Das ist halt wirklich so, ne? Wir haben das gesehen und wollten das kaufen. Und das ist halt ein Einzelband, wo ich dann auch sage, ja, ich glaube, das, was ich euch gerade vorgestellt habe, das ist vielleicht so dick, also in zwei Teile. Und hier haben wir halt ein Einzelband. Und hatten wir da auch eine Charakterkarte dabei? Oder hatte die nur meine Freundin? Oder war da keine? Ich meine, da gab es auch irgendwo Charakterkarten. Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt hier da keine habe. Und das fand ich halt auch so cool vom Setting her. Und da hatten wir genau das gleiche Thema. Also, nee, erstmal, es ist auch so eine Art Dyke Romance. Gute Mädchen gehorchen. Und hier geht es im Endeffekt um drei erwachsene Frauen, die sich schon sehr, sehr lange kennen. Und die kennen sich so gut und sind so gut befreundet, dass sie zusammen auf so eine Art Siedlung gezogen sind. Also man kann sich dann vorstellen, so eine Art Sackgasse. Und das sind dann, oder so ein Wendekreis, und dann sind dann so drei Häuser angeordnet und dann treffen die sich auch immer und besprechen alles. Das hat so diesen cozy Best Friends Serien-Hype, den wir ja auch immer so, Vibe, den wir ja auch oft gerne gucken, halt auch einfach, ne? Haben sich gut verstanden und stellt sich aber relativ schnell raus, dass jeder dieser Frauen, also die sind auch alle entweder liiert oder verheiratet, und führen ganz normale Leben. Es stellt sich aber raus, dass jeder dieser drei Frauen einfach so das ein oder andere Problem hat. Genau. Und was jetzt hier noch das besondere Problem ist, es gibt einen Stalker, der die drei beobachtet, der die drei bewacht, der den dreien auch Angst macht und der die drei sogar der Reihe nach entführt, ihnen schlimme Dinge antut und so tut, als wäre nichts gewesen zunächst. Ja, mehr möchte ich auch zum Inhalt nicht erzählen. Also hier hinten steht auch nicht viel auf dem Inhalt. Hier steht eben nur von, hier ist eben nur von einem unsichtbaren Beobachter die Rede. Die Aufmachung ist schon mal wunderschön. Also jedes Kapitel, also es sind immer hier solche Marionetten und jeder Protagonist hat hier so seine eigene Puppe, die da immer vorne aufzeigt, die man vorne immer sieht. Dann haben wir noch einen, also das Buch ist auch aus der Sicht der drei Frauen im Wechsel immer mal geschrieben. Und wir haben eben auch einen Mr. X, um den es geht, über den wir lesen. Und es war wirklich, also ganz am Anfang, also das war ein wilder Ritt einfach, dieses Buch. Das hatte so viele Wendungen und Plottwists und Sachen, wo man sich dann auch irgendwann gedacht hat, lesen wir gerade schon den dritten Band oder was? Also so inhaltlich. Also das war so der Fitzek der Dark Romance. Also ein Plottwist nach dem anderen und am Ende hast du irgendwie so ein ganz anderes Setting, ein ganz anderes Buch, eine ganz andere Geschichte gefühlt, als du am Anfang angefangen hast. Und es war richtig, richtig gut. Ich glaube, das hat auch 4 Sterne gekriegt mit Tendenz zu 3, 3,5 so, ne? Ich habe dann noch 4 Sterne gegeben, weil wir so einen Heidenspaß bei dem Buch hatten. Der Schreibstil war auch wieder grandios. Das Problem war aber auch wieder das Ende. Es endete zu abrupt. Es gab Fragen, also wichtige Fragen, nicht nur, hey, wir machen jetzt hier ein offenes Ende und der Leser soll sich sein Ende selber, soll selber am Ende Raum haben, um das zu klären, sondern es gab wirklich ungeklärte Dinge, die wichtig waren. Und es endete sehr abrupt und schnell und keine Ahnung. Also man hat sich das so vorher schon so gedacht, so, wir haben nur noch 40 Seiten, wir haben nur noch 100 Seiten, keine Ahnung, was soll denn hier noch passieren? Ja, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zu lesen. So, dann habe ich über die letzten Monate tatsächlich mit meiner kleinen Tochter, nee, mit meiner großen Tochter, ein Buch gelesen, ein Fantasy-Buch, und wir haben es unfassbar doll geliebt. Und zwar, das ist Im kleinen wilden Schnergenland von Veronica Cosantelli. Ja, das Vorbild für Der kleine Hobbit, sehr witzig, genau, ist erschienen im Thielemann Verlag tatsächlich und das wurde mir von guten Freunden empfohlen, die das eben auch mit ihren Kindern gelesen haben. Und da hat meine Tochter mal zugehört, so einen Abschnitt, und fand das so toll, dass wir das gelesen haben, also dass ich das kurzerhand bestellt habe und dann haben wir das gelesen. Also das ist auch wirklich, ne, also hier immer viel Text und ja, es ist
so ein tolles Buch. Und es gibt hier auch so Illustrationen teilweise. Ne? Also das ist wirklich richtig, richtig schön aufgemacht. Es schaut auch ziemlich benutzt aus, weil wir da wirklich ständig dran gelesen haben und uns die kleinen Geschwisterkinder da auch oft unterbrochen haben. Aber das ist schon echt richtig, richtig schön. Und zwar geht es um Pip und Flora, genau, um Pip und Flora. Und zwar sind die in einem sehr, sehr schlechten Elternhaus aufgewachsen und die sind in einem Waisenhaus gelandet. Und dieses Waisenhaus, das hat sehr, sehr, sehr strenge Regeln. Es steht nahe am Meer vom Setting her, aber es gibt dort sehr, sehr strenge Regeln, an die man sich zu halten hat. Ja, und Flora und Pip, die machen halt auch gerne mal Streiche und halten sich halt nicht immer an alle Regeln. Und dann gibt es noch Gorbo, der in diesem Waisenhaus auch arbeitet. Und der ist ein Schnerk, was aber zu dem Zeitpunkt noch keiner weiß. Und der macht nämlich auch richtig, richtig viel Blödsinn. Und eines Tages trägt sich zu, dass die drei unfreiwillig auf ein Abenteuer gehen, also sehr, sehr unfreiwillig, und im kleinen wilden Schnerkenland warten. Und was dort alles passiert, das ist einfach nur fantastisch. Es gibt Wopser und es gibt Schnerken und es gibt sprechende Steine und es gibt riesengroße Pilze. Und dann gibt es ja die Schnerken, die so ihre ganz, ganz eigenen Regeln haben. Und dann gibt es Hexen und es gibt Riesen, die Menschen fressen am liebsten. Und dann gibt es ja die stumme Flora, die eventuell im Schnerkenland auch wieder zu ihrer Sprache zurückfindet. Und ja, also es ist ein riesen, riesen, riesengroßes Abenteuer, das uns so viel Freude gemacht hat zu lesen. Wir werden das sicherlich noch einmal lesen. Also das war unfassbar schön. Das war irgendwie, ja, so eine Mischung, wie hier steht ja nach dem Vorbild der kleine Hobbit. Es war schon irgendwie so und man hat sich aber auch so irgendwie gefühlt wie, wie heißt das, wo die Wunderwelt im Schrank ist? Ich komme gerade nicht. Narnia. Irgendwie, genau. Man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, man trifft auf Narnia, als man plötzlich durch diese Baumwurzeln geht und sich plötzlich im Schnerkenland befindet. Und ja, es ist einfach wunderschön. Auch die ganze Hintergrundgeschichte so liebevoll gemacht. Und das Buch wird für mich ganz besonders im Herzen bleiben, weil es tatsächlich das erste Buch ist mit so viel Text, dass ich mit meiner Tochter gemeinsam über so einen langen Zeitraum gelesen habe und wir wirklich so viel Spaß hatten. Und deswegen wird es ganz besonders, einen ganz besonderen Ehrenplatz in meinem Herzen haben. Hat auch 5 Sterne von mir bekommen. Ja. Dann habe ich beendet. Oh, das war echt gut. Das war richtig gut. Und zwar von Penelope Douglas, Punk 57. Und war einfach richtig, richtig gut. Das war so Romance nach einer Art, wie sie mir halt sehr, sehr gut gefällt. Ich habe von der Autorin schon mal Birthday Girl gemeinsam mit meiner Freundin gelesen und sie hat mir eben das empfohlen, das hatte sie schon vorher gelesen. Und wir waren perfekt füreinander, bis wir uns trafen. Hier geht es um zwei Brieffreunde seit Jahren und Jahren, und zwar Misha und Ryan. Und die schreiben sich und sie sind zwei Nerds und sie haben echt, sie haben es wirklich, wirklich nicht einfach. Misha, die will einfach nur Anerkennung finden und die weiß nicht, wie sie so richtig zurechtkommt in ihrem Leben. Und sie ist sehr kunstbegabt und hat sehr, sehr viel zu sagen und hat einfach ein total interessantes Wesen, aber passt halt nicht so in die Norm rein. Und Ryan, der hat auch Schwierigkeiten in seiner Familie irgendwie anzukommen. Er hat viel durchgemacht auch. Und er ist Musiker und ist eben auch sehr, sehr kreativ und spielt in einer Band. Und die beiden, die verstehen sich unfassbar gut. Sie mögen sich, sie lieben sich eigentlich auch. Und sie sind einfach absolut beste Freunde. Sie haben sich aber noch nie gesehen und das ist auch ihre Regel, dass die Freundschaft nur so lange besteht, bis sie sich das erste Mal treffen. Also das ist absolut oberste Regel. Und jetzt ist es aber so, durch einen Zufall trifft Ryan Misha, ohne zu wissen, dass es eben Misha ist, erstmal, und stellt dann fest, dass er sie überhaupt nicht leiden kann. Die ist so das ganze Gegenteil als die Brieffreundin Misha.
Also wirklich, sie ist so, sie ist bei den Cheerleadern und sie ist unfreundlich und nervig und zickig und sie ist halt arrogant auch und sie ist so wirklich das ganze Gegenteil von dem, was er sich halt vorgestellt hat und er beginnt sie halt wirklich abgrundtief zu hassen. Und eines Tages ist er auf der Schule von Misha. Und sie findet ihn total interessant und weiß gar nicht. Und er macht ihr aber das Leben ziemlich schwer und sie versteht nicht warum. Und gleichzeitig versteht sie aber auch nicht, warum ihr Brieffreund Ryan keine Briefe mehr schreibt. Ja. Und das ist es so, worum es in diesem Buch geht. Und ich mochte es einfach wirklich gern. Ich mochte die, ich habe sehr mit den beiden mitgefiebert und ich mochte das gern. Also ja, die spicy Szenen, die sind in dem Buch auch vorhanden. Die gehören ja dazu, aber ich fand die nicht immer so passend. Also, ich weiß nicht, es gibt so Situationen in Büchern, wo ich mir denke, also jetzt würde ich an alles andere denken, aber bitte, aber wirklich nicht an das. Also, wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer so, das war mein Kritikpunkt. Also, ich habe nichts gegen Sexy Time, wirklich nicht, aber weiß ich nicht, in den größten Krisen. Ja, da schläft man erstmal miteinander. Okay, dann macht halt. Keine Ahnung, die Welt stürzt unter uns ein, aber komm, wir landen erstmal im Bett. Ja, so hatte ich da manchmal das Gefühl. Aber alles in allem ist das ein kleiner Kritikpunkt, denn die Geschichte, die fand ich richtig schön und ich fand auch so diesen Ausgangspunkt auch so schön und ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Was ich auch immer mal über die letzten 2 Monate immer mal gelesen habe, weil das sind so Bücher, habe ich gemerkt, die kann ich nicht an einem Stück lesen, war Das Prinzip Mord von Sano und Lapp. Und das ist das hier. Und das habe ich mir tatsächlich, Wahren Verbrechen auf der Spur, ist im Emmons Verlag erschienen und das habe ich mir mal geholt, weil ich die Aufmachung irgendwie. Das ist nämlich wirklich so ein Buch. Typisches Verpackungsopfer. Weil, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich interessiere mich sehr für True Crime, aber ich schaue What Paddy Loves, schaue ich super gerne. Und dann noch einen anderen True Crimeler, die immer Reise ohne Wiederkehr, schaue ich super gern. Dann habe ich die Stern Crime abonniert, lese die aber seit vielen Monaten schon nicht mehr, weil ich nicht dazu komme. Hauptsache, ich habe sie im Abo. Genau, deswegen brauche ich eigentlich keine True Crime Bücher. Aber das fand ich halt einfach so schön. Genau, das hat hier so diesen Farbschnitt, diesen schwarzen. Und dann kann man, das hat das hier so ein Pappband, dass man das hier so komplett aufschlagen kann. Und dann hat das die Fälle, die sind recht kurz und knapp beschrieben, finde ich. Also die sind auch manchmal, also die gehen nicht so in die Tiefe. Dafür hat man sehr viele Fälle. Und was ich halt cool finde, man hat hier immer solche Originalfotos. Von den Original-Tatorten. Die sind auch alle in Deutschland passiert, die Fälle. Hier steht auch jedes Jahr, allein in Deutschland werden jedes Jahr hunderte Menschen ermordet und um diese Täter zu überführen, müssen die Ermittler in menschliche Abgründe blicken. 15 Fälle, also das sieht man, das geht echt nicht sehr in die Tiefe. 15 Fälle auf nicht einmal 300 Seiten, also auf 250 Seiten und hinten ist noch ein langes Interview. Geht wirklich nicht in die Tiefe, war aber. Sehr unterhaltsam zu lesen klingt falsch, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also ich mochte es, ich beschäftige mich einfach gerne mit True Crime. Ich glaube, das ist echt so. Da hatten wir jetzt neulich erst wieder so das Thema, das ist einfach, ja, mögen sehr, sehr viele. Ich auch, reihe mich damit ein und kann das wirklich empfehlen, wenn man mal so die True Crime Sachen so ankratzen möchte, ne? Also es ist wirklich ja, sehr kurz beschrieben. Also die Schriftgröße, die ist halt auch nicht klein, ne? Also ja, was will man so auf 15 Fälle auf 230 Seiten, was will man da halt groß erwarten? Aber wie gesagt, hat mir gut gefallen und ich fand die Aufmachung recht gut. So, dann ein Buch. Ach ja, also ich halte euch jetzt 2 Bücher in die Kamera. Und muss sagen, ich werde die Bücher ausziehen lassen, die komplette Reihe. Und zwar habe ich mit dem dritten Band der Auris-Reihe weitergemacht. Und ich muss sagen, ich bin da überhaupt nicht mehr weitergekommen. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher war denn jetzt? Ich habe es nämlich dann als Hörbuch versucht zu hören. Der vierte Fall ist das. Das ist der dritte Fall. Todesrauschen.
Grundsätzlich geht es ja in dieser Reihe darum, dass wir ja einen Audio-Resonanz-Menschen haben, der sich forensischer Phonetiker, Matthias Hegel, der durch alle möglichen Geräusche alles raushören kann, was so sein kann. Und wir haben die True Crime Podcasterin Julia Ansorge. Und ich weiß, dass ich den ersten Band von dieser Reihe unfassbar gefeiert habe. Das ist, Vincent Cliche und Sebastian Fitzek haben das gemeinsam geschrieben, beziehungsweise Vincent Cliche nach einer Idee von Fitzek steht immer drauf. Aber irgendwie war das auf jeden Fall eine Kooperation der beiden. Und der Schreibstil ist auch Fitzek sehr ähnlich, also sehr kurze Kapitel, viele Plot-Twists und viele actionreiche Plot-Twists auch. Und ich muss aber sagen, der Band 1 und 2, der war so lange hinterher, weil die Geschichten aufeinander aufbauen. Es geht nämlich darum, dass die True-Crime-Podcasterin über den Podcast versucht, ihren Bruder wiederzufinden, der einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und genau, ich bin da irgendwie überhaupt nicht mehr durchgestiegen und war einfach nicht mehr so mein Fall und muss einfach sagen, also der vierte Band, der wird ungelesen hier ausziehen und der erste, also ich werde die Reihe komplett rausschmeißen. Falls da jemand von euch Interesse hat, ich würde sie gegen Versand abgeben. Genau, also nur mal hier so am Rande. So, und dann kommen wir zum letzten Buch in diesem Lesemonatsbuch-Video. Und zwar ein absolutes Highlight, aber ich habe nichts anderes erwartet. Das fand ich so krass und schockierend. Ich habe da auch lange dran gelesen, weil ich das irgendwie auch nicht ständig lesen konnte. Und zwar, ich halte es euch mal in die Kamera, von Charlotte Link, Im Tal des Fuchses. Und das ist mal wieder so ein Beispiel, dass ich von ihr so nach und nach wirklich alle Bücher gelesen haben möchte. Und ich erzähle euch erstmal, worum es genau geht. Und zwar Vanessa Willert. Genau. Vanessa Willert ist mit ihrem Mann auf der Durchreise. Und die beiden, die haben ja schon so ein paar Ehestreitigkeiten. Und sie streiten auch auf der Durchreise mal wieder. Und es ist eine sehr einsame Landschaft. Und ja, es passiert, was passieren muss. Sie steigt aus, muss erstmal durchatmen, geht erstmal ein paar Schritte. Und ich glaube, der Ehemann, ihr Mann ist, glaube ich, Gassi gegangen mit dem Hund. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass sie entführt wird und spurlos verschwindet. Wir als Leser wissen, was mit ihr passiert. Sie wird nämlich entführt von Ryan, ein Mann, ich glaube, dass er Ryan heißt, oder? Ja, also mit den Namen ist immer ganz schwierig bei mir, aber der Inhalt, den habe ich wirklich noch 1:1 vor mir. Auf jeden Fall wird sie entführt von Ryan, ich nenne ihn jetzt mal so, ich glaube, er hieß so, der Meinung ist, also der wirklich sich in eine sehr, sehr schwierige Situation reinmanövriert hat und dringend Geld braucht. Er ist der Meinung, er könnte Vanessa Willert entführen, in eine Höhle verstecken, in eine Kiste sperren, die niemand kennt und Lösegeld fordern. Das Problem ist aber, während dieser Lösegeldforderung wird er selber eines anderen Verbrechens angeklagt und landet im Gefängnis. Keiner weiß von dieser Kiste und er schweigt sich auch aus. Und als er Jahre später rauskommt, da kann er dann mit dieser Schuld halt leben. Ne? Der Ehemann, der weiß nie, was mit Vanessa passiert ist. Sie ist verschwunden. Und das ist es, worum es in dieser Geschichte geht. Und wir beleuchten eben, also Charlotte Link lässt uns alle Protagonisten, die irgendwie mit diesem Fall zu tun haben, mit dem Umfeld vom Ehemann und aber auch mit dem Täter, beleuchtet sie mit uns diese ganzen Facetten und Bereiche. Und es ist ja auch so, dass dadurch, dass dieser Fall nie geklärt wird, sind da einfach Fragen offen. Und die Hinterbliebenen, die kommen da vielleicht auch nicht so richtig damit zurecht, mit diesen offenen Fragen. Und was ist mit dem Täter? Wie kommt er damit zurecht? Und warum hat er das überhaupt getan? All diese Dinge werden eben in diesem Buch erörtert und es ist so grausam und so spannend und so interessant. Und
Ja, also es ist auch ein sehr ruhiger Thriller, muss man sagen. Das ist jetzt nicht so wie Sebastian Fitzek, wo man so durch die Seiten peitscht und fliegt. Und Charlotte Link, finde ich, die beeindruckt auch immer sehr durch ihre Landschaftsbeschreibung, durch diese plastische, lebendige Zeichnung ihrer Charaktere. Also sie schafft da wirklich so ein Universum, wo man wirklich so direkt drin ist in der Geschichte und dann auch, ja, als würde man eine Serie schauen, ne? Also die Geschichte, die ist immer so sehr lebendig vor dem inneren Auge. Und das mochte ich halt einfach sehr, sehr gern. Kann mir übrigens vorstellen, dass ihre Bücher verfilmt werden könnten. Ja, genau. Großartiges Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, mit diesem großartigen Buch schließe ich das Video, beende das Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich bin ganz gespannt auf, was ihr zu den Büchern sagt. Und ja, was ihr in den letzten 2 Monaten so gelesen habt, schreibt mir das mal in den Kommentaren. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao! As you fade away.